Guten Tag und herzlich willkommen in der Pro Futura Kindertagesstätte St. Heinrich in Aachen-Horbach. Mein Name ist Helene Said und ich möchte Sie sehr gerne einladen, mit mir heute einen Rundgang durch unsere wunderschöne Einrichtung zu machen. Wenn Sie unsere Einrichtung betreten, erblicken Sie als erstes unseren allgemeinen Infostand mit den Hinweisen zum Elternbeirat, zu unserem Förderverein und die allgemeinen Aushänge, die unseren Stadtteil betreffen. Wenn man aus dem Eingangsbereich heraustritt, öffnet sich unsere wunderschöne große Halle. Wenn unsere Eltern morgens mit ihren Kindern unsere Einrichtung betreten, werden sie von einer Fachkraft hier in Empfang genommen an unserer Rezeption. Wir sind eine katholische Einrichtung und leben den christlichen Glauben und nehmen dazu an verschiedenen Aktivitäten teil, unter anderem am Pilgern. Hier sehen wir einen unserer Funktionsbereiche, den Musikbereich. Bei uns in der Einrichtung werden 40 Kinder circa im offenen Konzept betreut und gefördert und sie können im ganzen Tagesablauf innerhalb des Spiels in verschiedenen Funktionsbereichen spielen. In unserem offenen Konzept können die Kinder frei wählen, in welchem Funktionsbereich sie spielen. Das können sie hier an unserer Tafel erkennen. Sie haben alle ein Foto und können sehen, welche Fachkraft ist heute in welchem Funktionsbereich und können sich dementsprechend zuordnen. Das wechselt mehrfach im Tagesablauf. In unserem Funktionsbereich Bewegungshalle können die Kinder sich vielfältig bewegen, denn das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben dazu vielfältiges Bewegungsmaterial, unter anderem ein Climber zum Klettern. Die Kinder können balancieren oder sich verstecken. Sie können wippen, auf einem Pferdchen reiten. Und wir tauschen das Material situativ nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder regelmäßig aus. Hier in unserer Halle ist auch unser Rollenspielbereich. In diesem Bereich können die Kinder sich gemeinsam treffen. Sie können hier in verschiedene Rollen schlüpfen. Sie können zum Beispiel kochen, mit den Puppen spazieren gehen durch die Halle, ein kleines Pläuschchen halten. Und wir tauschen auch hier das Material situationsbezogen immer aus, zum Beispiel auch als Verkleidungsecke im Karneval. Hier befinden wir uns in unserem Nestbereich. Alle Kinder, die neu aufgenommen werden, starten zunächst in der Eingewöhnung hier in diesem Raum. Er ist so konzipiert, dass alle jungen Kinder ab 2 Jahren das Material finden, viele haptische Dinge, die ersten Erfahrungen zu Farben sortieren und sich hier im Raum frei bewegen. Hier befinden wir uns in einem Multifunktionsraum. Zum einen ist er angegliedert an den Nestbereich und bietet den Kindern, die sich noch nicht in die Halle trauen, eine Möglichkeit zu klettern, zu spielen, sich zu drehen und ihrem Bewegungsdrang nachzugehen. Mittags, nach dem Essen, können die Kinder, die ein Schlafbedürfnis haben, hier in diesem Raum schlafen. Auch dieser Raum wird multifunktional genutzt. Zum einen ist er unser Raum zum Bauen und Konstruieren oder mit größeren Spielmaterialien zu spielen wie Autos. Zum anderen werden hier alle Mahlzeiten eingenommen. Ein gesundes Frühstück bringen alle Kinder von zu Hause mit. Wir achten auch sehr darauf, dass es abwechslungsreich und gut zusammengestellt ist. Mittags essen wir hier gemeinsam in 2 Mittagessensgruppen. Hier in diesem Raum, den wir Spielzimmer nennen, finden Kinder, die schon etwas älter sind und weiterentwickelt als U3-Kinder, verschiedenes Material aus ganz verschiedenen Bildungsbereichen. Unter anderem mathematisches Material, Material zur Sprache, forschendes Lernen, Handarbeiten und natürlich auch Bücher. Ihre kreativen Ideen können die Kinder hier in unserem Atelier ausleben. Der Fantasie ist überhaupt keine Grenzen gesetzt, denn es gibt ganz unterschiedliches Material. Unter anderem Leinwände, verschiedene Papiersorten, verschiedenes Gestaltungsmaterial und natürlich auch verschiedene Stifte. Und ihre tollen Kunstwerke dürfen die Kinder natürlich irgendwann auch mit nach Hause nehmen. Unsere Kinder lieben unser wunderschönes Außengelände. Hier haben sie ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu erfahren, mit allen Sinnen. Dazu haben wir ganz, ganz viele Spielgeräte. Zum einen haben wir eine Matschanlage. Es befindet sich dazu passend eine ganz, ganz neue Matschküche, die wir jetzt erst bekommen haben. Wir haben eine Rutsche an einem Hügel, wo man selber raufklettern kann, ohne Treppen. Wir haben eine Nestschaukel, eine Standwippe, wo mehrere Kinder draufstehen können und im Stand wippen.
Wir haben eine Kletterwand, wir haben ein ganz tolles Klettergerüst, ein Schiff, wo die Kinder Pirat spielen. Unsere Kinder lieben es auch besonders, mit den vielen Fahrzeugen, die wir besitzen, hier auf unseren Steinplatten zu fahren. Und wenn mal der Tank leer ist, dann können sie an unserer eigenen Tankstelle tanken. Wir haben ein Hochbeet, das die Kinder gemeinsam bepflanzen, jedes Jahr neu überlegen, was in dieses Hochbeet für Pflanzen reinkommen sollen. Und so decken wir auch den naturpädagogischen Aspekt in unserer Einrichtung sehr gut ab. Ein weiterer Funktionsbereich, der auf unserem Außengelände steht, ist unser wunderschöner Bauwagen. Hier können Kinder zusammen mit Fachkräften unter Anleitung wunderschöne Sachen konstruieren, bauen, hämmern, sägen und alles, was das Herz begehrt. Das war unser Rundgang durch die Profutura Kita St. Heinrich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie Fragen an mich haben, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Vielen Dank.